Umweltverschmutzung. Vorgetragen von Green World Facts TV. Traurig erblickt mein Auge des Waldes Boden. Die meisten Teile verschmutzt, die anderen gerodet. Vögel, die ihre Nester aus eurem Müll bauen. Es seid ihr, Menschen, die dem Wald seine Seele klauen. Man kann im Wald nicht mehr gehen, ohne dabei unentwegt Verschmutzung zu sehen. Keiner schert sich um das Wohl der Natur und der Tierwelt, weil einem das Einstecken seines Taschentuchs nicht gefällt. Es wegzuwerfen ist doch viel bequemer, eine Tasche ohne Müll viel angenehmer. Leiden tun darunter bloß die Tiere, aber das ist, wie es scheint, niemandes Biere. Die Menschheit hat keinen Respekt vor 100 Jahren alten Bäumen, weil sie sich schon so lange ihre neue IKEA-Kommode erträumen. Natürlich aus Holz, natürlich gefällt, ich sag, ein Frevel an der Natur und an der Welt. Der Mensch stuft sich selbst über der Tierwelt ein, weil er vorgibt, intelligent zu sein. Doch ist es keineswegs intelligent, wenn man Mutter Natur schadet und sich anschließend an ihren Früchten labet. Tiere werden um eures krankhaften Geistes willen in Winzkäfige gesperrt, vollgestopft mit Medikamenten und Pillen. Damit sie sich ja keine Seuchen holen, ihr habt der Natur ihre Kinder gestohlen. Aber ihr bringt sie nicht gleich um, nein, sie müssen vorher noch leiden. Es ist im wirklichen Leben nicht so, wie auf Tetra-Packungen mit Kühen auf grünen Weiden. In Wirklichkeit leben sie zusammengepfercht in ihrem eigenen Mist, weil jeder Mensch sich zum Wegräumen desselben zu gut ist. Wen schert es, was die Tiere stört? Ihre stummen Schreie, die niemand hört. Ihr trauriger, verletzter Blick. Für die meisten ist er schon fertig, der Strick. Ein Appell an alle, denen das Denken noch nicht ist verwehrt. Tiere und Natur zu schützen ist niemals verkehrt. Ich denke, ein paar Worte zu diesem Gedicht reichen, da ich immer wieder nur das wiederholen kann, das ich in den Türchen zuvor auch schon gesagt habe. Respektiert die Umwelt und geht ordentlich mit ihr um. Keep clean. Achte auf Siegel und kaufe vielleicht mal ein teureres, aber umweltfreundlicheres Produkt. In Türchen 21 ist ein Gedicht, welches der ein oder andere vielleicht sogar kennt.